Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrass Montagesysteme. Ich begrüße Sie hier in unserem TTZ Test- und Zählungszentrum Hille. Und wir wollen Ihnen heute eine Terrasse eines Kunden zeigen, der einen Mischbelag verbaut hat. Das heißt, das ist eine sehr, sehr häufige Anforderung von Kunden an uns, die eine Terrasse bauen. Abhängig davon, wie sie im Grunde genommen Belege mischen möchten. Viele Leute machen das rein aus designtechnischen Gründen, aber viele Kunden machen es auch aus rein praktischen Gründen. Zum Beispiel wie auch in diesem Fall. Denn der Kunde hat dort eine Terrasse mit einem Abtritt, einer Treppe gebaut und hat einen kleinen Swimspa oder Whirlpool, wie auch immer. Dort drumherum hat er Platten gelegt, wegen dem Wasser, ne, was aus dem Whirlpool dann immer auf diese Belege tropft, und hat in dem anderen Bereich der Terrasse Liegefläche, Sitzfläche, hat er Holzdielen verarbeitet. Ja, und somit ist im Grunde schon mal ein sogenannter Mischbelag in Funktion entstanden. Ähnlich wie das bei Kunden ist, die im Grunde eine große Gartenterrasse bauen. Ja, also nicht nur aus designtechnischen Gründen Mischbelege, sondern weil dort entsprechend zum Beispiel der Grillplatz steht oder weil dort der Esstisch steht. Und dann bietet es sich natürlich an, aufgrund der Fleckenempfindlichkeit von Belegen, Holz, WPC, je nach Qualität, was sie dort entsprechend natürlich einsetzen, Naturstein, was auch immer, dort in diesen Bereichen auch unempfindliche Belege einzubauen, wie zum Beispiel Keramik. Nur in diesem Bereich sieht auch teilweise, je nachdem, welche Formate, Farben ich da miteinander mische, gibt es auch einige Beispiele in unserer Mediathek oder unserem YouTube-Kanal. Und das ist also für uns eine tägliche Aufgabenstellung, indem wir letztendlich mit unseren Produkten überhaupt kein Problem haben. Das heißt, Belege miteinander kombinieren, auch in unterschiedlichen Stärken, ist überhaupt kein Problem. Das ist täglich Arbeit, bei uns täglich Brot. Und diesen Film wollen wir Ihnen zeigen. Kunden, die das zum ersten Mal sehen, wissen noch nicht, also wir machen die Videos immer so, dass wir Ihnen hier keine Hollywood-Filme oder Shishi zeigen oder irgendwelche was weiß ich für Werbefilme, sondern hier geht es letztendlich darum, dass wir anhand von realen Projekten, die Sie ja mittlerweile sehen auf unserem YouTube-Kanal, wir bewegen uns jetzt, glaube ich, auf die 300 Filme zu. Und da kommen eigentlich immer mehr. Das heißt, wenn Sie es abonnieren, ohne Werbung, es geht rein nur um die Technik, dann sehen Sie die nackte Profiltechnik. Also Sie sehen letztendlich, was Kunden realisiert haben an realen Projekten mit unserem Material, mit Planung durch uns, mit entsprechenden Anleitungen und was dann das Endergebnis ist und die entsprechenden Arbeitsschritte, wo Sie dann auch nochmal sehen, welches Profil, welche Möglichkeiten. Und das versuchen wir vorher ein bisschen aufzuklären. Also in dem Fall hat der Kunde auf unserem Profil 4538 Aluminium gebaut. Er hat das mit unseren Stelzlagern erwähnt. Ich werde heute in diesem Video nicht nochmal eingehen auf die Qualitäten der Stelzlager, auf die Unterschiede, warum wir Plattengleiter einsetzen oder umlaufende Randabschlüsse. Das sehen Sie in anderen Videos. Sie sehen es aber auch hier in diesem Video, warum ein umlaufender Randabschluss vollflächig wichtig ist, warum Platten vom Aluminium getrennt werden müssen bezüglich Wasserablauf, glaube ich, ist mittlerweile jedem klar. Aber heute wollen wir einfach nur kurz erklären, was der Kunde dann dort gemacht hat. Also, er hat mit unseren Stelzlagern, Sie kennen das, wir haben für unsere Stelzlager entsprechende Klickadapter, hat er dann eine Verbindung geschaffen, also die Alustangen in diese Klickadapter eingebaut. Somit sind die mit der Unterkonstruktion verbunden. Das ist ganz wichtig, dass sie später im System nicht wandern. Zur Montage Erleichterung sind die hier aber noch beweglich und sobald Gewicht drauf kommt, stehen die fest. Damit kann der Kunde erstmal oder Sie später entsprechende Niveaus ausgleichen. Wichtig dabei ist zu wissen, wir haben Stelzlager im Bereich der 11 mm bis einem halben Meter oder wie Sie das auch kennen von anderen Videos, arbeiten wir dann teilweise bis 2 Meter aufgeständert. Mit Metall ist für unsere Produkte, für unsere Systeme überhaupt gar kein Problem. Was ganz, ganz wichtig ist und was man auch in diesem Video wieder sieht, es gibt tatsächlich runde Flächen, es gibt schräge Flächen, es gibt Rücksprünge. Und immer dann, wenn das im Grunde so gemacht werden muss oder gebaut werden muss, ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur ein Profil zu haben, sondern entsprechende Applikationen dazu. Gelenke, Winkel, Versteifungen, Verstrebungen, Gelenke, Betonanker. Ja, wir sehen auch viele, was dort auf dem Beton gefertigt wird. Entsprechende, ich sag mal, Blendenhalter, was auch immer Sie dort einbauen. Was der Kunde gemacht hat im Bereich der Holz. Terrasse, sehen Sie das? Ja, also ein entsprechendes Dreieck gebaut, Ast rein, super verstärkt, ne, weil es ist ganz, ganz wichtig. Sie müssen Ihre Terrassen oder Ihre Unterkonstruktion miteinander verstreben, dass sie nicht wandern und dass Sie dort eine feste entsprechende Substruktur haben. Und dann in dem Bereich der Platte hat er dann gearbeitet mit unserem umlaufenden Randabschluss. Dann entsprechend natürlich auch wieder mit unserem entsprechenden Plattengleiter. Ja, Sie kennen das zum Ausgleichen. Und somit hat er eine
aus unserer Sicht extrem gute Terrasse gebaut. In dem Fall auch rein quadratmetertechnisch keine Riesenfläche. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht nur um 1000 Quadratmeter, 500, 300, sondern Sie sehen ja hier in unseren Videos, die wir online stellen, da ist auch ein 6 Quadratmeter Balkon dabei. Oder eine kleine Grillfläche oder ein kleiner Teichüberstand. Alles das sind tägliche Projekte, mit denen wir arbeiten. Und auch diese müssen kippelfrei, dauerhaft, fest, stabil, entsprechend montierbar sein. Und ich glaube, das hat der Kunde in diesem Video gut gelöst. Was der Kunde dort noch gemacht hat, er hat eine Treppe saniert, eine alte Betontreppe. Und dort wurde dann nicht, wie Sie das kennen von unseren Treppen, also es war eine Treppe vorhanden. Sie wissen ja, wir haben ein entsprechendes System, dass Sie Treppen selber bauen können, wenn keine Treppe vorhanden wäre oder ein Podest oder eine Umrandung, was auch immer. Aber in dem Fall war eine Treppe da. Und diese Treppe, sehen Sie in den Bildern, ist prädestiniert dafür, dass Sie im Grunde dann die Aluprofile direkt auf die Treppenstufen sozusagen schrauben, dann entsprechend kontern und darauf dann natürlich Ihre Belege verlegen können. Mit Betonanker, mit Betonschrauben finden Sie alles in unserem Sortiment. Also letztendlich die Verkleidung einer Treppe mit einer entsprechenden Unterkonstruktion. Die Dielen können Sie natürlich nicht direkt draufschrauben, weil dann da kein Wasserablauf, keine Unterlüftung da wäre. Alles das hat der Kunde in diesem Video gemacht. Und wie professionell er das gelöst hat mit unserem Material, das Respekt erstmal, das sehen wir jetzt. Folgen Sie mir auf die Baustelle. Ja, liebe Kunden, was soll ich sagen? Auch in diesem Video wieder Profi-Material, Profi-Ergebnisse, Mischbelag, kleine Fläche, Schrägen, Platten, Randabschüsse, Gelenke, alles das, was man dazu braucht. Bei uns als Vollsortimenter entsprechend natürlich lieferbar. Völlig egal, ob Sie heute so eine Terrasse bauen, morgen eine aufgeständerte 1,80 Meter hoch oder ob Sie Profile mit 6 Meter Übertragung wollen, ob Sie so eine Terrasse für einen Swimstar bauen, ob das, ich sag mal, drumherum gebaut ist, ob das mit Technikschacht ist, ob Sie auf dem Dach bauen, ob Sie Flachdach bauen, Garagendach, ob Sie eine Terrasse erweitern, sanieren, ob Sie Platten verlegen, Dielen, Holz, WPC, Bambus, alles. Es ist unsere Unterkonstruktion. Völlig egal, was Sie machen wollen. Belag egal, Terrassenform egal, Terrassenhöhe egal, maximal 2 Meter. Sie erinnern sich bezüglich, wie gesagt, wir bauen keine Balkone und entsprechend eben halt ja auch die Belege frei wählbar und die Fundamente frei wählbar. Alles das bei uns in einem Paket. Planung durch uns, kostenlos. Planung durch Sie in unserem großen Online-Planer, wo Sie das mittlerweile selber machen können. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als, werden Sie zum Profi, machen Sie keine Kompromisse, arbeiten Sie mit Vollsortimentern, die alles liefern können. Bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.